wir wieder eine 5-Tages-Fahrt gebucht und als Ziel das Erzgebirge ausgesucht. Das Städtchen Zwönitz den Zuschlag bekam, denn vom Hotel hier war der Vorstand sehr angetan. 50 Wandersleut wollten hier mit, da hieß es, hoffentlich bleiben alle fit. Leider fühlte sich die Bärbel nicht wohl und schickte den Erich alleine los. Am Mittwoch war es dann endlich soweit und fast alle standen um 6.45 Uhr am Kehrplatz bereit. Nur die Cornelia und der Horst sind etwas später gekommen. Aber wir haben sie doch noch mitgenommen. Unser Fahrer, Dieter Schneider sein Name, fuhr einen ganz neuen Bus mit Müller-Reklame. Pünktlich um 7 Uhr ging dann los die Reise. Ich habe gedacht, hoffentlich nichts vergessen, das wäre nicht so gut. Souverän lenkte Dieter den Bus über die Autobahn, bis der Rasthof Heid in Sichtland kam. Hier haben wir gemütlich Frühstückspause gemacht. Belegte Brötchen und hausbarer Wurst hatten wir aus dem Zuhause mitgebracht. Gummern, Gurken und der Verdauungsschnaps fehlten auch nicht, sonst geht ihr vielleicht mit dem Vorstand hart ins Gericht. Sehr gut gestärkt ging es auf die nächste Etappe, sodass man bei der Mittagsrast im Himmelsturm nicht den größten Hunger hatte. Flott kamen wir dank Dieter weiter voran. Kurz nach 2:30 standen wir vor dem Hotel in Zwönitz. Im Hotel Stadt Zwönitz wurden wir von Frau Josiger sehr freundlich empfangen und sind alle mit Sack und Pack auf die schönen Zimmer gegangen. Wenig später waren die Wandler schon wieder aktiv. Da sah man, wie der eine oder andere im Städtchen rumlief. Von Wandlern belegt war auch die Hotelterrasse. Denn bei dem schönen Wetter war das wirklich klasse. Der Vorstand hielt sich in dieser Zeit für ein Gespräch mit unserem Wanderführer bereit. Klaus Günther, ein Profi in seinem Fach, hatte wirklich an alles gedacht. Dann war um 18:30 Uhr schon wieder Abendbrotzeit. Und für alle ging das freundliche Personal und Schweinbraten mit Knödel bereit. Zuvor hat uns die Chefin des Hauses mit einem Nachtwächter Schnaps begrüßt. Unser Mann hat das falsche Glas erwischt und bekam die Ankunft mit dem Hof versüßt. Gut satt wollten sich noch einige die Füße verdrehen. Daraus wurde nichts, denn vom Himmel fiel Regen. Mit Schrecken dachte ich an den morgigen Wandertag. Klaus hatte sich dafür wirklich geplant. Trübe und grau war der Donnerstagmorgen, aber Klaus machte sich gar keine Sorgen. Pünktlich vor 9 saßen alle im Bus dann und die Fahrt Richtung Oberwiesenthal begann. Etwas ganz Besonderes hatte sich unser Wanderführer ausgedacht und für jeden ein Wanderschnäpschen mitgebracht. Selbst entworfen hat er das originelle Etikett. Also Klaus, das war wirklich sehr nett. Bis nach Kransaal fuhren vor uns dann aber nur der Bus. Anschließend die Fahrt mit der Schmalspurbahn war ein Genuss. 2 Wagen war für unsere Wandergruppe reserviert. Eine romantische Strecke bis unterhalb des Fichtelbergs führt. Der Fichtelberg hatte sich in Wolken verhüllt und die Temperaturen sich erheblich abgekühlt. Mit der Kabinenbahn fuhren wir hinauf auf 1200 Meter und gefroren hat hier oben von uns wirklich jeder, außer Klaus. Nur der Aurelia Horst war gut dran. Er hatte ja die lila Skiunterwäsche. Schlotternd standen wir an der Wetterwarte. Der nette junge Mann hier oben macht aber nicht fürs Fernsehen die Wetterkarte. Wir haben uns mit einem Buch für seine Erklärungen bedankt und weiter im Wind ganz schön gewankt. Bei 7 Grad und Windstärke 7 sind wir auch nicht lange oben geblieben.
Beim bergabwandern und nachlassendem Wind war dann lang, wir aufgetaut sind. Dann plötzlich ein guter Duft uns um die Nase weht und mitten im Wald eine Freiluftgaststätte steht. Unser Wanderführer hatte das mit seiner Frau und Schwiegermutter ganz toll organisiert und uns Kesselgulasch, Malzbrot, Spreewaldgurken und sogar heißen Tee serviert. Da waren wir Wanderer natürlich begeistert und haben den Rest der Wanderstrecke prima gemeistert. Im Bus wurde dann noch bekannt gegeben, Extrakosten für Bahnfahrt, Bergbahn und Essen werden wir keine erheben. Das wurde mit viel Applaus bedacht, aber ich hörte munkeln, mal sehen, ob die Heide morgen auch eine gute Tat macht. Im Hotel angekommen wurde nochmal Danke gesagt. Hoffentlich hat der Klaus auch den Dank überbracht. Zum Abendessen traf man sich später wieder im ersten Stock. Manche Damen ganz fein im schicken Rock. Ein Schmankerl sollte später die Erzgebirgsfolklore sein. Sechs Damen und zwei Herren fanden sich dazu um 7:45 ein. Mit flotten Ländern wurden wir unterhalten. Wenn man sich bemühte, hat man auch fast alles verstanden. Die Stimmung war gut, es wurde geschunkelt und gesungen. Nur das Tanzbein wurde nicht geschwungen. Zu späteren Stunde wurde am Nebentisch der Gauwandertag geplant. Die drei Streckenposten waren ganz schön in Fahrt. Mit Nagelbrettern wollen sie die Autos zum Halten zwingen. Hoffentlich sind sie von diesem Vorhaben noch abzubringen. Gut ausgeschlafen traf man sich zum Frühstück am Freitagmorgen. Heute geht's nach Dresden, hoffentlich ohne Sorgen. Hält das Wetter heute, wollten viele wissen. Und Klaus, heute Reiseleiter, hatte sich ganz schön in Schade geschmissen. Ja. Er hatte für uns scheinbar Nachtschicht gemacht und schon ein Bild von der Wetterstation mitgebracht. Nach 1,5 Stunden waren wir in Dresden angekommen und haben den Stadtrundgang begonnen. Zwinger, Semperoper, Hofkirche und so weiter. Klaus erklärte alles, provisionell, aber auch froh und heiter. Am Reiterdenkmal wurde ein Gruppenfoto gemacht. Bis alles richtig stand, wurde viel gelacht. Am italienischen Dörfchen haben wir dann ein Lunchpaket erhalten. Was ein Glück, Klaus, sonst wären wir vom Fleisch gefallen. An der Frauenkirche war dann die Führung beendet und wir haben uns den Terrassenufer zugewendet. Dort trafen wir uns später zur Dampferfahrt. Und mit der Dresden 1 legten wir um 14 Uhr ab. Wolken hatten jetzt zwar die Sonne verdeckt, aber ein kühles Bier oder heißer Kaffee hat doch gut geschmeckt. Um 3:30 legten wir am Schloss Pillnitz an und flanierten im Lustgarten vom August zur Damm. Unser Fahrer Dieter sammelte später alle wieder ein, denn zum Abendessen wollten wir pünktlich sein. Auf der Heimfahrt vollbrachte ich dann die zweite gute Tat. Denn aus der Reisekasse geht das Lunchpaket und die Dampferfahrt. Unserem Reiseleiter Klaus gebührt herzlicher Dank. Hoffentlich ist er nach der Anstrengung mit uns morgen nicht krank. Nach dem wieder guten Abendessen wurden wir vom Zwönitzer Nachtwächter überrascht. Wir waren original. Wir haben herzhaft gelacht. Dresden musste doch etwas anstrengend gewesen sein, denn wie ich hörte, ging da jemand ganz früh in sein Bettchen hinein. Hast du eigentlich gut ausgeschlafen, oder? Rudi ging mit seiner Kamera noch auf Fotojagd und hat ganz tolle Bilder gemacht. Besonders die von Otto und Horst von meiner Augenweide. An die beiden kommen auf eine Internetseite. Und was, ich möchte fast wenden. Bald kannst du dich vor männersuchenden Frauen nicht mehr retten. Am Samstagmorgen lachte die Sonne vom Himmel. Im Speisesaal wie immer ganz früh schon ein Gewimmel. Heute wandern wir vom Hotelhaus los. Und da stand um 9 Uhr die Gans bloß. Klaus wie immer pünktlich zur Stelle,
heute wieder in Wanderkleidung, das ist doch klar. Der Greifensteinstauweiher war unser erstes Ziel. Lilo auf einem romantischen Wegchen in den Prapschrein fiel. Bei Würstchen, Eintopf und Fischweg ließe sich gut rasten. Zu den Greifensteinen hinauf mussten wir uns aber nicht tasten. Die Nichtwanderer wurden von unserem Fahrer Dieter chauffiert. Ich hoffe doch, es ist ihm dabei nichts passiert. Dieter, wie sieht's aus? An den Greifenstein wurde mit Seil geklettert hinauf und herunter. Es bangert ihren Ehrisch, wurde bei dem Anblick aufs Wunder. Auf die Naturbühne warfen wir noch einen Blick und fuhren dann wieder zum Hotel zurück. Bei einem Busstopp konnten wir nochmal eine Binge sehen. Diese Aussicht mit Erklärung war wirklich schön. Dann wurde geduscht und sich hübsch gemacht. Und jeder hat zum Abendessen wieder seinen Partner mitgebracht. Es waren wirklich vier herrliche Tage. Und es ist mal Zeit, Danke zu sagen. Wir haben uns hier im Hotel sehr wohl gefühlt. Das freundliche Personal, die Chefin eingeschlossen, hat uns fast jeden Wunsch erfüllt. Ach, Erich, hat es eigentlich mit deiner Decke geklappt? Ich hörte, war sie oben zu lang, unten zu knapp. Ich habe zwar genau die Ohren gespitzt, aber keinen von euch beim Meckern erwischt. Bei den Wanderungen wurden wir von Klaus vorbildlich geführt. Ein großes Lob ihm dafür gebührt. Bedanken wollen wir uns auch fast zum Schluss bei seiner Frau mit einem Blumengruß. Ich kann das stundenlang singen. Das ist die Frage.
dem Rücken die Lampe in der Hand. Ich bin ein lustiger Wandersmann, obwohl ich unbeschwert. Mein Lied erklingt durch Busch und Tann, dass jeder gerne hört. Gegangen für gleichsame Lieder, in die Schweine der Wellen kam ich verlangen, Thüringer Wald für nach dir, durch Buch und Düster Tannen, so schreit ich in den Tag, begegne vielen Freunden, die sind von meinem Schlag. Vielleicht geben Sie eine Empfehlung weiter an die anderen Wanderfreunde, dass die vielleicht mal das schöne Erzgebirge besuchen. Kommen Sie gut nach Hause, bleiben Sie gesund und vielen Dank nochmal. Tschüss. Ich habe mir es nur nicht nehmen lassen, Sie noch zu verabschieden, Ihnen eine wirklich gute Fahrt zu wünschen. Es war für mich wirklich ein wunderschönes Vergnügen. Ich bin an vielen Erfahrungen wieder reicher geworden durch Ihre Gemeinschaft. Und ich möchte Ihnen noch mit auf den Weg geben. Den Teamgeist, den Sie besitzen, den müssen Sie weitergeben. Sehen Sie zu, dass Sie sich noch jüngere Leute ranholen, die dann für Sie dann arbeiten, die Organisation mit übernehmen. Denn das ist viel Arbeit, ist das. Und es wäre schade drum, wenn die Erfahrungen und diese Werte, die Sie hier gegeneinander entgegenbringen, dann irgendwann mal versanden. Das ist wirklich mein Herzensbedürfnis an Sie. Ich wünsche Ihnen gute Fahrt und hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal wieder. Ich würde mich ganz, ganz sehr freuen. Also, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ja, nur einmal und nur ein Wanderglück.